Christian Lausch, FPÖ, ist am Wort. Wir diskutieren hier den Entschließungsantrag 841 AE. Und ich kann es einmal vorwegnehmen, wie im Ausschuss, wir werden diesen Entschließungsantrag ablehnen, weil er in vielen Punkten unrichtig ist. Und ich zeige mich hier ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von den Grünen und von den Neos, dass sie hier diesen Entschließungsantrag hier durchwinken. Ich meine, bei den Regierungsparteien verstehe ich es noch. Weil wenn es einen mit Verbesserungen im österreichischen Strafvollzug wirklich ernst ist und man dies wirklich ernst meint, dann kann man so einen Antrag, der so voller Fehler ist und eigentlich Unwahrheiten ist, eigentlich nicht durchwinken. Ich werde auf die Punkte eingehen. Ist ein bisschen ein Kraut- und Rübenantrag. Ich habe es schon im Ausschuss gesagt, aber gut, soll so sein. Etwas lieblos, da wird der Herr Bundesminister da aufgefordert, was er eh schon seit fast die meisten Sachen schon seit Monaten oder fast einem Jahr versprochen hat und nicht bis dato noch nicht umgesetzt hat. Geht einmal um den Maßnahmenvollzug. Da muss man natürlich gleich einmal sagen, und Punkt 2, um die 100, sogenannten 100 Planstellen mehr, was der Herr Bundesminister vor, ja, ich glaube, einem Jahr oder ist schon ein bisschen länger her versprochen hat, umgesetzt hat er in diesem Jahr 27 und höre und staune, Justizanstalten, da sieht man, wie sehr es dieser Bundesregierung und einem Bundesminister um den Maßnahmenvollzug geht. Hat er zum Beispiel in der größten Justizanstalt Österreichs, in der Justizanstalt Wien-Josefstellen, 0 Planstellen mehr. In der Justizanstalt Stein immerhin 100 im Maßnahmenvollzug, 0 Planstellen mehr geschafft. Mittersteig, Justizanstalt Wien-Mittersteig, 0 Planstellen mehr. Justizanstalt Göllersdorf, ebenfalls Maßnahmen, 0 Planstellen mehr. Er hat eigentlich mit den 27 Planstellen, die nicht einmal ein Drittel ausmachen von den versprochenen 100, Herr Bundesminister, so lange, glaube ich, dauert gar nicht die Periode mehr, bis Sie mit den 100 versprochenen fertig sind. Eigentlich nur den, nur unter Anführungszeichen muss man sagen, den EÜH bedient, weil die Justizanstalt Simmering bekommt 5 Planstellen mehr und so weiter und so fort. Also hier muss ich sagen, muss man schon fast sagen, hier zeigen Sie im Maßnahmenvollzug zwar, dass es Ihnen immer furchtbar leid tut, so wie uns allen, dass Sie sehr verständnisvoll wirken, aber bis jetzt haben Sie sehr viel angekündigt, aber noch nichts umgesetzt. Dann betrifft auch der Zukunft von Facharbeitern. Und da steht wirklich in diesem Entschließungsantrag drinnen, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, damit konnte einerseits die Beschäftigungsquote in den Justizanstalten angehoben und andererseits die Anzahl der Schließtage von Betrieben und die Einschlusszeiten verringert werden. Das im Oktober 2014, also gerade einmal ein halbes Jahr her, gestartete Projekt, also nur nichts Fixes, ist als Erfolgsmodell zu bezeichnen. Also ich verstehe es nicht. Wir haben keine Zahlen. Wir haben hier noch eigentlich keinen Bericht, der hier dem Parlament zugeleitet wurde oder den Ausschuss, Justizausschuss. Und Sie sprechen hier schon von einem Überschießen, von einem Erfolgsmodell, trotz man ja wissen muss, ich habe es Ihnen gerade vorgerechnet, es darf ja kein Facharbeiter ohne einen Justizwachebeamten den Betrieb offen halten. Also jetzt einmal rechnen Sie mal das vor, jetzt haben wir 27 mehr gekriegt, wahrscheinlich sind mehr in Pension gegangen in diesem Jahr, als was Sie mit den 27 geschafft haben. Und jetzt sprechen Sie davon, dass Sie hier die Schließtage in den Betrieben und die Einschlusszeiten verringert haben. Wie kommen Sie auf das in diesen Entschließungsantrag? Kollege Kirchgartner, da muss ich die Kollegin Furtscheller fragen, wie kommen Sie auf das? Haben Sie Zahlen, die wir nicht haben? Wir haben keine Zahlen. Wenn Sie welche haben, dann würde ich Sie bitten, geben Sie uns die auch weiter. Sie sprechen hier überschießend von einem Erfolgsmodell. Genauso der Jugendstrafvollzug, auch ein großes Thema in diesem Entschließungsantrag. Da spricht man, die Zahl der Jugendlichen in Haft ist deutlich gesunken. So sind derzeit nur mehr knapp 90 Jugendliche im Gefängnis. 2012 waren es noch 144. Gleichzeitig fordert man aber hier, ein neues Jugendkompetenzzentrum zu bauen. Und höre und staune, das plant man in Gerersdorf im Steinfeld, 70 Kilometer weit weg von Wien. Also das ist weder wirtschaftlich sparsam noch zweckmäßig. 70 Kilometer Südautobahn hinaus, dann fährt man mal ohne Stau, wenn man es jetzt im Internet angeschaut, fährt man über eine Stunde mal hinaus, über eine Stunde wieder herein. Jetzt kann man davon ausgehen, eine Verhandlung bei den Jugendlichen dauert 1 bis 2 Stunden. Na, da sind 3 Beamte beschäftigt für 4 Stunden, nur weil der Herr Justizminister sich hier bei rückläufigen Zahlen, ja,
hier ein Jugendkompetenzzentrum Gerersdorf in den Kopf setzt, was eigentlich, sage ich mal, wo man jetzt von einer sparsamen Bundesregierung ausgeht, weil man ja vorne und hinten kein Geld nicht hat, widerspricht das einmal eindeutig, einmal klar. Ich muss Ihnen auch sagen, wenn Sie sagen, Sie wollen die Justiz in Stadt-Josefstadt entlasten, dann sind mit heutigen oder gestrigen Tag männliche 27 Jugendliche und 7 weibliche, also 27 männliche und 7 weibliche Jugendliche, reine Jugendliche in Haft. Und da spricht man in den Antrag, Kollege Kirchhauser, da wollen Sie ein Jugendkompetenzzentrum bauen, das was ja nicht nur für 34 Jugendliche oder einen Pendelverkehr einrichten auf der Südautobahn. Also ich denke mir, darum verstehe ich auch Zustimmung jetzt von Grün und Neos nicht, weil dieser Antrag, wenn man sich den näher anschaut, da ist es mit nichts ernst gemeint, da sind einfach nur, wie gesagt, lauter Fehler drinnen und so weiter und so fort. Und noch einmal, wenn es einen mit Verbesserungen in Maßnahmenvollzug ernst ist, na, da hätte man schon erwartet, dass die Josefstadt, das Stein, dass einige Justizanstalten, die mit dem Maßnahmenvollzug beschäftigt sind oder überbelastet schon sind seit Jahren, dass sie hier schauen, dass die Planstellen endlich kriegen. Haben sie nicht gemacht, haben sie nicht umgesetzt. Und ich muss wirklich sagen, Herr Bundesminister, da sind wir von den Freiheitlichen schon einigermaßen sehr enttäuscht in letzter Zeit von Ihnen, weil außer schöne Worte, große Ankündigungen hören wir von Ihnen nichts. Mit Umsetzungen, da wird immer vertröstet. Sie verstehen immer alles. Sie haben für alles Verständnis. Aber ich glaube, das hilft den österreichischen Strafvollzug nicht. Sie sollten endlich einmal angehen von den Versprechungen in die Umsetzung. Dankeschön. Christian Lausch von der FPÖ kritisiert fehlende Planstellen im Maßnahmenvollzug an Jugendkompetenzzentrum Gerersdorf sei aufgrund der geringen Zahl von inhaftierten Jugendlichen nicht notwendig. Lausch ist im Zivilberuf Justizwachebeamter. Am Wort